So, dann Daniel Hornung mit agiles Forschungsdatenmanagement mit Linkahead. Ja, danke für die Einleitung. Genau, ich will euch ein bisschen Linkahead vorstellen. Linkahead ist ein semantisches Datenmanagement-Tool zur Verwaltung von heterogenen Daten aus unterschiedlichsten Datenquellen. Semantisches Tool deshalb auch, weil es besonderen Schwerpunkt drauf legt, auf die Verknüpfung von Daten untereinander, wirklich beliebig tief, beliebig verknüpft, dass ich wirklich den ganzen Ablauf meiner Arbeit im Prinzip damit abbilden kann. Genau, in Linkahead kann ich Daten natürlich suchen, geografisch, nicht geografisch. Ich kann da auch tiefe Verknüpfungen, nach tiefen Verknüpfungen, also nach Eigenschaften von tiefer verknüpften Objekten suchen und filtern, all das ohne irgendwie SQL-Joins nutzen zu müssen. Ein besonderer Schwerpunkt bei Linkahead liegt darin, dass ich mein Datenmodell im Nachhinein ändern kann, ohne die Bestandsdaten irgendwie migrieren zu müssen. Das heißt, ich kann jederzeit mein Modell anpassen an die aktuellen Bedürfnisse und Linkahead kann einfach mitwachsen. Genau, ein Teiltool, um die Arbeit damit zu vereinfachen, ist das Crawler Framework. Mit dem Crawler Framework kann ich Datenquellen von verschiedenen Orten automatisiert integrieren und synchronisieren. Das heißt, ich kann Datenquellen nehmen und schauen, okay, wie müssen die Daten reinkommen nach Linkahead, um sie dort abzubilden. Der Crawler ist in Python geschrieben, nutzt dafür die Python-Bibliothek, die wir für Linkahead geschrieben haben. Genau, es gibt auch andere Bibliotheken, könnt ihr in C++, Julia, Octave, wo auch immer nutzen könnt, die alle auf die gleichen APIs zugreifen. Genau, damit komme ich schon zum Ende im Prinzip von dem Vortragsteil. Hier noch ein paar Links. Probiert gern den Demo-Server aus. Auf demo.indiescape.com könnt ihr einfach darauf zugreifen, mit rumspielen mit den Daten, Daten hochladen, Daten löschen, wird um Mitternacht alles zurückgesetzt. Keine Sorge, einfach ausprobieren. Oben noch, genau, URL zum Quellcode, unten die Doku und jetzt, glaube ich, haben wir noch ungefähr 2,5 Minuten für Fragen oder so. Vielen Dank. Tatsächlich haben wir noch kurz Zeit. Hat jemand eine Frage? Ja. Ja. Ist scharf. Ja, würde vielleicht interessieren, wie das Feedback bis jetzt so war, also wo es schon quasi in Nutzung ist und ob ihr da. Ob ihr da schon eben auch nochmal Feedback bekommen habt, wie es das vielleicht noch verbessern werden kann, was schon gut läuft und nicht und so, da vielleicht auch so. Genau, ich weiß nicht, ob das jetzt auf dem Stream angekommen ist. Die Frage war, wie bisher das Feedback war, wo es bisher benutzt wird, was Leute sagen, was gut läuft, was nicht gut läuft. Genau, Linkahead wird eingesetzt bislang ganz überwiegend in akademischen Forschungsinstituten, also außeruniversitären vor allem im Geo-Bereich. Darum sind wir auch hier bei der FOSGIS. Genau, und sozusagen Leute freuen sich wirklich darüber, dass es zum einen diese Automatisierung wirklich gut läuft. Das heißt, die können einfach bei ihrem Workflow bleiben, können ihre Dateien auf Netzlaufwerke schieben und die werden automatisiert integriert. Und zum anderen, dass die Leute wirklich sehen, okay, ich kann irgendwie anfangen mit dem kleinen Use Case, den ich jetzt habe, ohne Sorge zu haben, mir den Weg für die Zukunft zu verbauen. Genau, wenn ihr wollt, besucht uns doch gerne. Wir haben einen kleinen Stand im ersten Obergeschoss, also da im großen Hörsaalgebäude, erstes Obergeschoss, die eine Treppe hoch. Ja, weitere Fragen noch? Oder? Ja, ich glaube, 1,5 Minuten noch. Ja. Gut, dann vielen lieben Dank, Daniel Hornung. Ja, dann gebe ich weiter für die nächste. Ja.